Wunderschönen guten Morgen, liebe Fraktion. Wir haben 10.03 Uhr und wir sind beschlussfähig. Deshalb fangen wir jetzt an. Wir haben Top Nummer 1, Feststellung der Anwesenden. Das macht der Protokollant. Und wir haben hier aktuell im PET einen nicht öffentlichen Teil beantragt von Birgit. Ansonsten. Zwei nicht öffentliche Teile. Die zwei hätte ich oben nach oben gesetzt. Wo hast du den? Ich habe den einen nicht nach oben gesetzt. Wo soll der sein? Ganz unten, ganz unten. Ich habe den ganz nach oben gesetzt, dann ist er ganz unten. Er ist unten reingelogen. Ja, schon, oder? Dazu möchte ich mich kurz melden und was sagen. Du bist nicht dran. Oliver, guten Morgen. Von heute Nacht. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich möchte ganz gerne was zu diesem zweiten nicht beantragten sagen. Wir haben gestern Morgen die Tagesordnung fertig gemacht. Dieser zweite Antrag kam um 23.28 Uhr bei mir rein. Und ich denke, dass das Thema, was da beantragt ist, ist nicht ganz unwichtig und verdient einen gewissen Respekt. Deshalb sollten wir das nicht zwischen Suppe und Kartoffeln, ohne vorbereitet zu sein, hier am Antragsdienstag besprechen. Die Entscheidung liegt letztendlich bei euch, aber ich würde dafür plädieren, zumal das jetzt das zweite Mal war, dass es so gelaufen ist, dass wir diesen nicht öffentlichen Teil nicht heute besprechen. Daniel hat sich gemeldet. Ja, ich übernehme mal das Statement pro diesem nicht öffentlichen Teil. Daniel, der den beantragt hat, ist ja nicht hier. Ich hoffe, ich spreche einigermaßen in seinem Sinne. Viele von euch werden die Mails auch gelesen haben, die gestern noch auf der ganz internen Mailingliste zu diesem Thema rumgegangen sind. Natürlich wäre es schön, noch vorbereiteter in diesen Tagesordnungspunkt zu gehen. Ich finde aber, dass der so wichtig ist, dass er es nicht zulässt, weiter um eine Woche geschoben zu werden oder überhaupt noch um einen Tag oder sonstiges, sondern dass es ganz wichtig ist, dass wir heute darüber sprechen, mit ziemlich hoher Priorität. Gut, ich sehe keine weiteren Wortmeldungen, dann stimmen wir über die beiden nicht öffentlichen Teile ab. Zuerst den von Birgit. Ich denke, die Thematik dürfte bekannt sein. Wer möchte diesen nicht öffentlichen Teil behandeln? Da bitte ich um das Handzeichen. Nee, das ist einstimmig, vielen Dank. Dann zum zweiten nicht öffentlichen Teil beantragt von Daniel Schwert. Wer möchte den hier und heute behandeln? Das sind 11. Wer möchte den nicht behandeln? Das sind 2. Wer enthält sich? Das sind 3. Damit behandeln wir 4. Entschuldigung, damit behandeln wir den zweiten nicht öffentlichen Teil auch. Tosu, das eine Wortmeldung? Ja, ich muss das eben beim Freisitzen einstellen. Ja. Wann machen wir den nicht öffentlichen Teil? Mein Vorschlag ist 13 Uhr oder 12.45 Uhr, aber nicht wieder zwischendrin. Dietmar? Also grundsätzlich hatten wir ja letztes Mal schon mit dem 13 Uhr. Es laufen Ausschüsse heute auch noch. Von daher wäre es sinnvoll, den so früh wie möglich zu machen. Nicht erst um 13 Uhr von mir aus, also eben dann um 11.45 Uhr nach der Pause. Da würde ich schon für plädieren. Und ich glaube auch, dass der Inhalt der beiden nicht öffentlichen Teile viel Zeit in Anspruch nehmen wird, sodass wir mit 13 Uhr ohnehin nicht hinkämen. Dann würde die Sache tatsächlich der Beginn schon das Ende bedeuten. Und von daher bin ich dafür, das um 11.45 Uhr zu machen. Ich habe jetzt 2 unterschiedliche Vorschläge. Einmal wie immer um 11.45 Uhr und einmal um 13 Uhr. Gibt es weitere Vorschläge, die wir abstimmen sollten? Das sehe ich nicht. Wer möchte, dass wir den nicht öffentlichen Teil wie immer nach der Pause um 11.45 Uhr machen? Das sind 12. Wer möchte um 13 Uhr? Das sind 4. Damit machen wir den nicht öffentlichen Teil wie immer um 11.45 Uhr nach der Pause, die wir um 11.30 Uhr machen. Wir kommen zu Top 2 Bericht des Vorstands und da beginnt wie immer der Ingo. Bitte. Schönen guten Morgen. Ja, wir haben diverse PR-Themen, unter anderem unsere Podiumsdiskussion zu krankes System. Da haben wir in den vergangenen Wochen und Tagen einen Brief an Frau Gödicke
erstellt, wo wir Sie dazu einladen, mit uns öffentlich zu diskutieren über die Vor- und Nachteile dieses aktuell gelebten Parlamentarismuses. Einen Termin haben wir ganz bewusst noch nicht reingeschrieben, sondern ganz im Gegenteil den Ball zu ihr gespielt und Sie gebeten, einen Terminvorschlag zu machen, weil wir uns davon erhoffen, dass sie da eher flexibler sich zeigt, an unserer Podiumsdiskussion teilzunehmen. Außerdem werden wir uns diese Woche noch mit den Texten für Landtag intern beschäftigen. Auch da werden wir das kranke System thematisieren. Wir sind dabei, die Plenarübersicht vorzubereiten, die wir Anfang nächster Woche rausschicken wollen. Und ansonsten diverse kleinere und größere Pressemitteilungen, die uns heute und morgen beschäftigen. Achso, und dann haben wir noch dieses Fukushima überall, das Event, die Veranstaltung, wo der Hans Jörg beteiligt ist, mit der Frage, ob wir diese Veranstaltung unterstützen wollen, insofern, als dass wir die Inhalte und den Aufruf daran teilzunehmen auf unserem Blog stellen. Da wir bislang bei ähnlichen Themen auch so vorgegangen sind, dass wir in der Fraktion gefragt hatten und jetzt nicht jeder irgendwas auf die Homepage setzen kann, möchte ich das bei dieser Veranstaltung ebenso tun und fragen, möchtet ihr? Dann stelle ich jetzt einen Antrag abzustimmen, wenn ich das kann. Gut, wer ist dafür, dass wir die Fukushima-Sache auf unsere Seite heben und unterstützen? Bitte ich um das Handzeichen. Gut, vielen Dank. Ja. Dann werde ich das tun. Und damit wäre ich im Prinzip in aller Kürze auch schon fertig. Dann geht es, Daniel hat irgendwas ganz Wichtiges, das er unbedingt kurz sagen muss? Nee, gar nichts ganz Wichtiges, aber ich war gerade im Prinzip zu spät, als wir noch im Top-Formalia waren. Es gab gestern noch im Laufe des Tages einen Antrag, die Klage des CCC und von Digital... Ich habe sie jetzt nicht gefunden, wo steht sie? Hast du jetzt gerade noch draufgesetzt? Nein, gestern draufgesetzt. Ich habe gerade gesucht. Alles gut, Daniel. Da steht nur noch, ich habe nach CCC gesucht. Ich bitte das zu entschuldigen. Du musst das suchen, wie du es beschrieben hast. Ja, da steht CCC und Digital Courage. Aber okay. Gut, dann ist das wohl geklärt. Dann machen wir jetzt weiter mit dem Bericht des Vorstandes. Nico, bitte. Ja, danke. Ich werde mich darauf beschränken, auf die Punkte, die jetzt nicht schon im Bericht der Pressestelle stattgefunden haben oder im weiteren Verlauf auch schon auf der Tagesordnung sind. Insofern würde ich jetzt hier die Runde dazu nutzen, euch darauf vorzubereiten oder die Information zu geben, dass ich mich mit unseren Referenten auf ein neues Informationsangebot an euch verständigt habe bezüglich der Anträge der anderen Fraktionen, die uns ja heute im Laufe des Tages erreichen werden, die Anträge für das nächste Plenum. Und wir haben uns jetzt auf Folgendes verständigt. Die zuständigen Referenten, der zuständige Referent, Referentin, wird eine kurze, knappe Stellungnahme, ein Votum verfassen zum jeweiligen Antrag. Das können wir über ein Pad machen, das über das Plenar-Pad verlinkt ist. Und jeder MDL hat dann die Möglichkeit, sich in kurzer, knapper Form über den Antrag zu informieren, sich ein Meinungsbild zu machen und natürlich dann auch gegebenenfalls dort noch Ergänzungen vorzunehmen. Hintergrund ist einfach, wir haben das beim letzten Plenum gesehen, es gibt ja dann durchaus auch nochmal Abstimmungsbedarf oder Diskussionsbedarf bei bestimmten Anträgen der anderen Fraktionen. Und mein Ziel ist es, hier eine Diskussion stattfinden zu lassen auf möglichst breiter Informationsbasis und auch die Möglichkeit zu geben, dann dort auch gegenteilige Standpunkte auszutauschen, um dann möglichst frühzeitig in unserer Fraktionssitzung direkt vor dem Plenum eine sachliche Diskussion vorzufinden, wo wir dann abstimmen können und wo dann nicht auf einmal noch eine Diskussion aufploppt, kurz vor dem Plenum, kurz vor der eigentlichen Abstimmung. Das war so das Ziel und die Referenten haben das gutiert und fanden die Idee gut. Und wir wollen das jetzt mal probeweise testen,
wohl wissend, dass jetzt dann noch nicht der, sage ich mal, der optimale Ablauf wahrscheinlich jetzt direkt stattfindet, aber da können wir dann Erfahrungen sammeln und uns weiter anpassen. Aber ich denke, der Kai hat ja da auch sozusagen in die Richtung vorgedacht. Und in diesem Zusammenhang sehe ich das auch, nämlich, dass wir da eine sachliche Diskussionsbasis dann vorfinden. Und das würde ich gerne testen und bin natürlich dann auch gespannt, wie ihr das annehmt, das Angebot, und die Referenten natürlich auch, weil sie natürlich dann auch motivierter sind, wenn sie merken, dass das Angebot, das da unterbreitet wird, wo ja auch Arbeit reinfließt, dass das angenommen wird. Und darum würde ich euch dann jetzt auch an dieser Stelle bitten, dass ihr das tut. Vielen Dank. Kai, du hattest da noch eine Ergänzung zu? Nee, keine Ergänzung, sondern ein Statement dazu. Also danke, find ich prinzipiell gut. Mir ging es ja tatsächlich darum, diesen Prozess da mal ein bisschen zu befeuern, darüber zu reden, was machen wir eigentlich mit den Anträgen. Und mir ging es vorwiegend darum zu sagen, also dass wir in der im Plenum erfahren, dass jemand anders abstimmt, halte ich für falsch. Wir sollten das vorher geklärt haben. Also das ist, glaube ich, ein guter Beitrag dazu, das hinzubekommen. Meine Frage ist dann jetzt nur, wie weit eskalieren wir das? Wie sieht es da aus mit der Öffentlichkeit? Wie wird die Parteibasis da eingebunden? Gibt es da die Möglichkeit, dass die Parteibasis darauf auch zugreifen kann? Das wäre mir eigentlich wichtig. Ja, wenn ich da direkt darauf antworten kann... Oder hat sich noch jemand anders gemeldet? Ja. Frank hat sich jetzt eigentlich gemeldet. Gut. Ja, ich wollte jetzt eigentlich nur fragen, das ist ja also dann auch für die nächsten Tage, weil es braucht ja auch alles ein bisschen Zeit. Die grundsätzliche Info über die Anträge wird ja dadurch nicht verzögert. Ne? Also das bleibt wie gehabt. Und wer das dann für ihn recht macht, das gucken wir dann auch mal. Ne? Habt ihr euch da schon was überlegt? Ja, guter Punkt, das hatte ich jetzt nicht gesagt. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir die Informationen halt vor dem Wochenende bekommen, Freitagmittag, spätestens Freitagnachmittag, damit man sozusagen das Wochenende für die Lektüre nutzen kann und dass wir dann am Montag, spätestens Dienstag, entsprechend die Diskussion beenden können und eine Abstimmung, ein Ergebnis eben haben, um genau diese Klarheit dann hergestellt zu haben. Steht ja noch im Raum, ob wir einen extra ob wir da einen extra Termin nochmal machen oder den Dienstag nutzen. Das sehen wir ja dann, aber wie auch immer, wenn wir Freitag die Informationen haben, finde ich, ist das ja dann ausreichend in jedem Fall. Und zur Öffentlichkeit, haben wir im Moment noch keine Regelung explizit zu getroffen. Ich würde es gerne erstmal jetzt so laufen lassen. Also schon müssen wir halt gucken, ob wir dann Read-Only machen. Ich weiß nicht, wie wir das ansonsten, mit Trollen und so weiter in den Griff kriegen. Deswegen würde ich es vielleicht erstmal Read-Only setzen, das Pad. Ich würde schon sagen, dass wir hier eine Diskussion haben zwischen den, also die Referenten geben den Anstoßpunkt und die MDL führen dann die Diskussion an der Stelle fort, weil es ja auch darum geht, dass die Abstimmung im Plenum sozusagen auszudiskutieren oder vorzubereiten. Und ich würde es erstmal gerne so ausprobieren und dann Erfahrungen sammeln und dann schauen, ob wir das erweitern, ausbauen oder wie auch immer. Gut, vielen Dank. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen mehr zu dem Top. Das heißt, wir kommen zu Top 3 Umlaufbeschlüsse. Wir haben einen Umlaufbeschluss, der erfolgreich abgeschlossen worden ist. Erstellung eines Gutachtens über die Verfassungs- und Gesetzkonformität der Streichung der Zuschüsse in der Denkmalpflege mit 13-0 und 5 nicht abgestimmt. War das vom letzten Mal noch? Moni hat ein Wort. Ich dachte, dieser Punkt wäre zu Ende und ihr wäret noch beim Bericht des Vorstandes. Hättet noch weitere Punkte. War das alles vom Bericht vom Vorstand? Das war der Bericht des Vorstandes. Dann hätte ich gerne, habe ich Fragen, bitte. Nochmal zum Bericht des Vorstandes. Ich habe einfach noch Fragen. Die erste Frage ist,
ob ihr inzwischen Antwort habt auf an den Brief an die Präsidentin, was mit Robert Stein im Plenarsaal ist. Da hat sie den Umlaufbeschluss gegeben. Ob ihr da schon irgendwie was gehört habt? Ich habe mit der Verwaltung gesprochen. Ich werde das heute noch mal in der PGF-Runde auch ansprechen. Du kennst die Situation und der Brief an die Präsidentin ist raus, aber noch nicht beantwortet. Okay, die zweite Frage geht eigentlich an alle. Wir haben ja letzten Dienstag stundenlang darüber geredet, was im Europaausschuss war. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass nach dem Europaausschuss keine Info kam. Was ist denn jetzt eigentlich passiert? Also lass es mal zu, Gampfi will ja auch zu antworten. Ansonsten wäre es nett, wenn du so einen Top einfach irgendwie für die Fraktionssitzung dann beantragst, dann können wir das als gesonderten Punkt behandeln. Aber jetzt bitte Gampfi. Diesbezüglich hatten wir netterweise den sehr, sehr kurzen Weg gewählt, indem wir ganz einfach beantragt hatten, dass der Top, wie besprochen hier in der Runde, auch einfach von der Tagesordnung genommen wird. Und in dem Fall, glaube ich, war es mein Fehler sozusagen, das dann nicht einmal kurz über die Liste zu kübeln. Da bitte ich vielmals um Verzeihung. Von daher ist es halt ganz einfach geschoben worden. Ich denke mal, das war auch einfach so im Sinne von Daniel, der gerade nickt, sodass wir das Thema dann halt nicht aus den Augen verlieren müssen. Entschuldigung. Alles gut? Gut, keine weiteren Fragen? Oder ähnliches zum Bericht des Vorstandes? Nein? Was zum Protokoll, dass das ein technischer Fehler ist, gerade, dass man da nicht drauf zugreifen kann. Toso sagt, ich soll noch erwähnen, dass man auf das Vorstandsprotokoll gerade aus wegen technischen Sachen nicht zugreifen kann. Ist also keiner willkürlich gesperrt worden oder so. Es ist ein technisches Problem. Don't panic. So, dann kommen wir zu Top Nummer 3, Umlaufbeschlüsse. Ich hatte gerade schon gesagt, wir haben einen geschlossenen, erfolgreichen. Wir haben zur Erinnerung, dass die nochmal gestellt werden müssten, die drei noch drin stehen gelassen, durchgestrichen, die wir letztes Mal rausgekübelt haben, weil sie gemäß unserer Satzung unzulässig ist. Also wenn Kai oder jemand anders die nochmal stellen möchte, hier nochmal die Erinnerung, welche drei das waren. Weitere Umlaufbeschlüsse liegen nicht vor. Das heißt, wir kommen nochmal zu Top Nummer 4, Anträge fürs Plenum. Sie im Mammel am Montag, da waren, glaube ich, noch Sachen, die nachgereicht werden sollten. Lukas, bitte. Ja, gestern kam ja Kritik auf an einigen Formulierungen in den Anträgen, die ich vorgestellt habe. Ich habe darum gebeten, Änderungsformulierungen mir einzuschicken. Es kam nichts. Also da frage ich mich, wieso diskutieren wir dann darüber und wieso werden Bedenken angeregt, aber wenn es dann konkret wird, dann kommt halt nichts. Ne? Nico hat ein paar Rechtschreibfehler rausgesucht, aber tatsächlich Änderungen der Formulierung, so wie wir darüber gesprochen haben, kamen bisher nicht. Und jetzt frage ich mich natürlich, was mache ich jetzt damit? Ne? Also mehrere haben gestern auch noch bekräftigt, ja, unterm Vorbehalt, dass halt eben das Ganze überarbeitet wird, stimmen Sie dem zu? Aber dann fehlt das und das finde ich natürlich sehr schade. Das heißt, wenn da jetzt halt auch nichts kommt, dann bleibt es so, wie es jetzt ist. Rechtschreibfehler nehmen wir raus und gut ist. Dietmar. Ich hatte ja gestern bezogen auf den letzten Absatz in der Sachverhaltsdarstellung angesprochen und dazu gesagt, ja, das habe ich schon dick unterstrichen oder so. Und da habe ich natürlich gedacht, okay, dann fasste das nicht an, weil wenn du das schon selbst dick unterstreichst, hast du das auch selbst schon gefaced und weißt, dass da drei, vier Worte umzustellen sind oder so. Also von daher weiß ich jetzt nicht. Daniel? Also ich hatte nichts eigentlich zu kritisieren großartig, außer ein, zwei Rechtschreibfehler, aber vielleicht kannst du ins Protokoll nochmal, der Antrag war glaube ich im PET, oder? Der Originaltext, oder vertue ich mich gerade? Sonst würde ich vorschlagen, einfach nochmal einen Pet-Link ins Protokoll zu schmeißen, dann kann jeder von uns vielleicht nochmal drauf gucken. War das nur das Doc, ja? Nee, das war Franks Antrag, wo du hattest ein Pet rumgeschickt noch in der Sitzung. Alles klar, ich verstehe. Gibt es ein Pet dazu? Fände ich jetzt vom Verfahren her einfacher, als irgendwelche Vorschläge einzureichen. Allerdings, also ich will da gar nichts einreichen. Ich fand ihn gut und habe dem einfach auch so zugestimmt.
Lukas? Also wie gesagt, den Rechtschreibfehler bzw. einen Zeichensetzungsfehler, den ich da entdeckt habe, der ist jetzt berichtigt. Ansonsten kann ich das Pad nochmal reinkopieren. Dann könnt ihr mal schauen. Oder vielleicht kann der Dietmar, weil er ja konkret was hatte, das jetzt einfach mal auf einem kurzen Dienstweg mit Katrin, der Katrin sagen, was er da genau meint. Gibt es noch weitere Anträge von gestern Abend, wo wir noch was besprechen müssen? Alle fertig, rund, vorgelegt, korrigiert, abgestimmt? Ja, wunderbar. Dann sind wir mit dem Top durch und wir kommen zu Top Nummer 5. Stellenausschreibung, Verfassungskommission, eingereicht von Toso. Was, Frank, was? Ich frage mich nur gerade, den anderen Antrag, den behandeln wir dann später, oder? Ich habe gefragt, ob es noch irgendwas zu klären gibt von gestern Abend. Wo der Beschlussteil geändert wurde. Wo der Beschlussteil neu hinzugefügt wurde. Behandeln wir den jetzt nachher in der anderen Teil? Ich habe das gestern Abend so verstanden, dass der, so wie er geändert werden soll, wir den gestern positiv abgestimmt haben. Wir hatten den Beschlussteil reingenommen und haben das dann final abgestimmt gestern Abend. Also deshalb, vielleicht, Daniel, willst du da noch einen dazu sagen? Habe ich sowieso nicht verstanden, dass du gestern gesagt hast, du wüsstest nicht, worüber du abstimmst. Wir haben den dritten Punkt aus dem Feststellungsteil in einen neuen Beschlussteil übernommen, mehr nicht. Also es hat sich weder inhaltlich noch was geändert. Ja, also ich habe es auch gerade noch mal rumgeschickt. Ne, da ist inhaltlich nichts geändert. Also insofern... Okay, ne, also das Ding ist abgestimmt und beschlossen und jetzt habe ich es auch schriftlich nach dem ganzen Fu gestern, der mich übrigens schwer ankotzt. Frank? Nur zur Erklärung, weil wir gestern ein paar Mal, Entschuldigung, Daniel, nur zur... Wir haben es abgestimmt, ich brauche nicht da zu sein, das ist völlig... Bitte komm auch nicht wieder. Daniel. Das ist ja mal gut. Kann ich den twittern? Okay, dann. Das war nicht das Gute, das war das Gute. Ich weiß nicht, was ich jetzt sage. Du bist gleich dran, warte mal. Nee, es ist im Moment zu viel. Ich werde hier von allen möglichen Seiten Kontakt. Im Moment keine Lust zu. Du wirst gerade von meiner Seite angekackt und erlaube mir. Nee, ich werde von der Seite angekackt gerade. Und es ist mir im Moment, es ist mehr, als ich aushalten kann. Ja, dann hätten wir das auch geklärt. Frank, du bist dran. Okay, ich habe aber nur eine Verständnisfrage dann auch an Daniel, welche Seite er da gerade meinte und wollte eigentlich nur kurz sagen, dass wir, weil wir gestern über diverse Formalien gesprochen haben, ich nur einfach den Antrag sehen wollte. Ich weiß, was wir besprochen und beschlossen haben, aber ich habe den Antrag nicht gesehen. Ich habe jetzt auch vor allen Dingen gerade nicht in die Mailingliste geguckt, dass der gerade rumgeschickt wurde. Ich gucke mir jetzt sofort an, alles ist gut, aber von Daniel hätte ich gerne noch gewusst. Der andere Daniel. Sage ich dir, ich meinte dich jetzt in dem Fall. Ich fand das nicht in Ordnung. Ich fand auch die Enthaltung gestern sehr, sehr merkwürdig, weil sie ja nicht sachlich begründet war, sondern irgendwie damit, dass du den Antrag nicht sehen könntest. Habe ich nicht verstanden. Die Anträge sind rumgeschickt worden. Wir haben klar besprochen gestern im Fraktionsmumble, welcher Punkt da gerade geändert werden sollte. Also das haben, glaube ich, 18 Leute gestern verstanden und du nicht. Also dann hättest du vielleicht auch noch mal nachfragen können. Also... Ja, aber du hast zugestimmt. Also wenn ihr jetzt reine Befindlichkeiten über Verstehen und Nichtverstehen diskutieren wollt, finde ich das ein bisschen doof jetzt hier, aber sonst weiter. Frank, bitte. Ja, ich möchte mich schon, finde das nicht in Ordnung, dass meine Anmerkung jetzt hier als Ankacken gewertet wird. Also finde ich überhaupt nicht in Ordnung. Vor allen Dingen, wir haben über Formulierungsmöglichkeiten, dass da vielleicht was umformuliert werden müsste, gesprochen und es geht einfach darum, den Antrag zu sehen, über den wir abgestimmt haben. Und tut mir leid, dass ich, wie gesagt, die letzten 5 Minuten nicht auf die Mailingliste geguckt habe. Das hat nichts mit Ankacken zu tun. Ich verstehe es überhaupt nicht. Hattest du dich schon gemeldet, oder was? Nee, jetzt erst. Ach so, dann okay. Ist jetzt erst Daniel und dann Joachim. Aber vielleicht könnt ihr das abkürzen. Ja, ich möchte das abkürzen, weil ich ziehe das zurück. Ich fühle mich da auch nicht angekackt oder ich... kann allerdings verstehen, dass Daniel sich da halt angekackt fühlt. Und das wollte ich gerade nur damit sagen, dass das jetzt halt nur von einer Seite kam.
wenngleich ich das jetzt nicht irgendwie unter der Gürtellinie oder sonst was fand, was du gesagt hast, weil du hast da deine Befindlichkeiten mitgeteilt und Daniel hat wie immer überreagiert. Jetzt musst du auch noch. Joachim. Um mal zur Klärung beizutragen, der Daniel ist aufgesprungen, nicht bei Franks Redebeitrag, sondern bei meinem. Ich habe seine Bemerkung, seine Randbemerkung, die er gemacht hat, kommentiert, dass das nicht notwendig ist. Da ist Daniel bereits aufgesprungen, also es hat mit dir nicht so viel zu tun. Okay, wir haben jetzt geklärt, warum Daniel aufgesprungen ist. Gibt es noch weiteres zu Top 4? Man weiß manchmal nicht, ob man rein will. Es fühlen sich jetzt alle informiert, über welche Anträge wir zu diesem Zeitpunkt jetzt final abgestimmt haben. Gibt es ansonsten noch Klärungsbedarf? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Das heißt, wir verlassen jetzt Top 4 und gehen zu Top 5, Stellenausschreibung, Verfassungskommission von Toso. Bitte, Toso. Ja, wir haben ja diese gar wunderschöne Verfassungskommission A50, in die ihr den Michel und mich gewählt habt. Wir haben dazu ja auch schon wissenschaftlichen Beistand etwas aufgestockt. Jetzt kommt diese Verfassungskommission auch langsam formal richtig ans Rennen, also mit ganz normalen öffentlichen Sitzungen. Gestern übrigens die erste öffentliche standardmäßig gestreamte Ausschusssitzung oder Gremiensitzung außerhalb einer Anhörung oder sowas. Also es werden alle Sitzungen der Verfassungskommission gestreamt. Kleiner Erfolg für uns an der Stelle auch. Ja, wir brauchen an der Stelle aber auch noch ein bisschen formale Unterstützung im Schreibbereich, im Orga-Bereich, nicht im fachlichen Verfassungsbereich. Da haben wir inzwischen genug Unterstützung. Und da uns da noch ein gewisses Kontingent an Geld zusteht, hätte ich gerne, dass auch nur dafür der Fraktion zugestanden wird, um die Verfassungskommission zu bespielen, hätte ich dafür gerne eine Ausschreibung gestartet für eine halbe Stelle in dem Orga-Bereich. Schreibkraft, genau. Der Ausschreibungstext ist dem Vorstand inzwischen auch zugegangen als Vorschlag. Den müssen wir jetzt nicht genau in dem Punkt bestätigen, sondern nur, dass wir eine Ausschreibung tätigen wollen. Und das bitte möglichst heute noch. Wäre toll. Das ist mein Antrag. Wenn es Fragen gibt, beantworte ich sie nicht gerne. Moni? Ja, nur eine Frage dazu auch. Wie gehabt, erst intern oder hast du dir da einen Kopf drüber gemacht? Oder, ne? Ja. Wir können das erst intern und dann extern, das ist mir an der Stelle egal. Also je nachdem, wie ihr das jetzt mit dem Betriebsrat abgesprochen habt, da würde ich mich nicht einmischen wollen. Ich denke, da kommen wir klar. Nico? Ich sehe das eben so, dass es... dass das ruhig intern und extern gleichzeitig stattfinden kann, weil da ist niemand mit benachteiligt. Ich weiß aber, dass der Betriebsrat da gegebenenfalls auch andere Ansichten vertritt. Ich als Pirat sehe es so, dass wir das intern und extern ausschreiben. Frank? Ja, tut mir leid, ich war ein bisschen abgelenkt. Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, gibt es da ein eigenes Budget oder ist. Okay, schon. Soll ich das sagen? Das ist, kann ich auch. Das ist ein eigenes Budget, völlig unabhängig von dem hier auch viel diskutierten Gesamtkonzept, was ja immer noch gerade gezogen werden muss. Und das Budget darf auch nur eben für die Verfassungskommission ausgegeben werden. So, ich sehe keine weiteren Fragen, Wortmeldungen mehr. Dann können wir abstimmen, ob diese Stellenausschreibung für diese Halbtagsschreibkraft ausgeschrieben werden soll. Wer ist dafür? Überraschend. Birgit? Danke, das ist einstimmig. Das macht sie im Protokoll landen lassen. Dann nimmt der Vorstand das jetzt als Aufgabe und wird das machen. Also. Gut. Kommen wir zu Top 6, den haben wir schon abgefrühstückt. Das ist der Aufruf wegen Fukushima überall. Hatten wir gerade in der Pressestelle besprochen. Wir kommen also zu Top 7. Beschluss zur fachlichen Betreuung der nächsten Fraktionstagung. Ich glaube, da wollte der Nico was zu sagen. Wir sind bei. Ja.
Wir haben ja gute Erfahrungen mit dem Ablauf der letzten Tagung gemacht, und um das genauso stattfinden zu lassen, würde ich da auch wieder auf die gewohnt professionelle Unterstützung einer Moderationskraft unserer Mediatorin zurückgreifen wollen und unserer hochgeschätzten Mediatorin, Moderatorin liegt auch viel daran, dass das eben von allen von uns beschlossen wird, und deswegen würde ich gerne um eure Zustimmung hier werben, dass wir das Ende Februar halt wie gehabt handhaben und unsere Moderatoren dazu holen. Das ist eigentlich schon alles. Tuso? Ja, da wer jetzt schon die letzten paar Male sehr gute Erfahrungen in der Hinsicht gemacht hat, würde ich jetzt einfach das Ganze auf Abruf beschließen wollen, dass wir das für eigentlich jede Fraktionsklausur vorsehen, es sei denn, wir beschließen das hier anders, also dass wir jetzt das Default umdrehen. Dann müssen wir das nicht jedes Mal hier durchschicken. Bin ich sehr mit einverstanden. Sie da keinen... So, ich sehe da keinen Widerstand, das als Opt-out zu beschließen. Dann sollten wir das direkt abstimmen. Wer ist dafür, dass bis auf Weiteres unsere Moderatorin die Fraktionssitzungen begleitet? Klausurtagungen begleitet, den bitte ich um das Handzeichen. Wer ist dagegen? Frank ist für alles. Wer enthält sich? Bei einer Enthaltung einstimmig beschlossen. Sehr schön. Wir kommen zu Top Nummer 8. Öffentlichmachung des Abstimmungsverhaltens im Plenum, eingebracht von Kai. Bitte schön. So ist das, wenn man nicht damit rechnet. Ja, wir haben ja im letzten Plenum dann einen Probelauf hinter uns gebracht, so wie gefordert wurde. Und ich denke, wenn man sich die Abstimmung im Redmine anguckt, wenn man guckt, wie ist das ganze Wochenende, das ganze Plenum gelaufen, dann wird man relativ klar zum Schluss kommen, dass es gut gelaufen. Da gab es ein paar kleine Bugs. Da gab es zum Beispiel den Olaf, der am ersten Tag nicht abstimmen konnte. Das... Olaf. Das haben wir dann auch umgehend behoben. Und ich glaube, wir sollten das dann auf Public stellen, also auch wirklich sagen, okay, das machen wir jetzt und das auch ankündigen und fürs nächste Plenum auch präsentieren, pressetechnisch. Das ist meine Meinung, und ich würde bitten darum, dass wir das tun. Joachim. Also ich sehe den Testlauf als nicht so ganz erfolgreich. Ich will jetzt nicht irgendwie Vorwürfe verteilen oder so, aber es gab immer noch ein bisschen Fu bei Beschlussempfehlungen und Abstimmungen zu einem Antrag. Viele kommen ja aus Ausschüssen zurück, und dann ist die Beschlussempfehlung häufig gegen einen Antrag von uns, und da muss man gegen die Beschlussempfehlung stimmen, all solche Sachen. Also so sauber finde ich das noch nicht. Das müsste man dann auch im Vorfeld noch deutlicher organisieren. Also ich war mir an manchen Stellen und musste nochmal nachgucken in die Anträge selber, war mir relativ unsicher, wie denn da was jetzt aussieht, und habe auch in einem Fall nochmal im PGF-Büro angerufen, was dann natürlich prompt geändert wurde, ne? Aber da müssen wir uns, glaube ich, noch ein bisschen besser vorreiten. Ich würde lieber noch eine zweite Plenarrunde Testlauf machen. Netoso. Ja, danke. Also ich fand es auch schon sehr erfolgreich eigentlich, obwohl es an der einen oder anderen Stelle noch gehakt hat. Aber das haben solche Testläufe halt an sich. Ich habe jetzt aber... Winkt ihr, oder? Dich habe ich schon, Lukas. Entschuldigung, ich muss ja irgendwann auch mal 3 Minuten vollkriegen. Egal. Ich habe eben gestern mit dem Daniel, ist das der Linke von euch, ja, gesprochen. Da hast du angedeutet, dass ihr eventuell noch mal eine andere Software nutzen oder testen wolltet. Der mit dem kaputten Auge. Ja, gut. Der sitzt jetzt nicht, deshalb kann ich das nicht unterscheiden. Wie ist da im Moment der technische Stand der Dinge?
Also wenn es jetzt wirklich nochmal eine neue Basis gibt, dann wäre vielleicht nochmal ein Test gar nicht so ganz falsch. So, dann der Grumpy. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das System sehr gut. Allerdings gibt es dann noch eine Menge kleinerer Verbesserungspunkte, weil wenn wir es schaffen, sozusagen die Dinge bei den kleineren Beschlussempfehlungen, wenn sie zwischenzeitlich dann noch rasch reinkommen, wenn wir das dann zukünftig dann auch gefixt haben, ich erkenne jetzt gerade nicht die Eiligkeit, dass wir damit so nach vorne gehen, jetzt unbedingt noch vor der nächsten Plenarwoche, aber nichtsdestotrotz, noch einmal eine Runde Testlauf, würde ich sagen, dann auf jeden Fall damit nach vorne gehen. Lukas? Ich weiß ja, dass ja eben ein kompletter Neuaufbau dieser ganzen Sache da geplant ist, oder dass zumindest aufgebohrt ist. Der Ansgar hat da ja auch schon was gezeigt. Was mir halt momentan noch so ein bisschen fehlt, ist halt eben die Auswertung der Abstimmungsergebnisse, die Nachvollziehbarkeit. Ich würde mir irgendwie vereinfacht gesagt eine Seite wünschen, wo ich sehe, Plenum tralala, ja, vom den und dem, und ich klicke da drauf und ich habe eine Übersicht über die Anträge und sehe, wie haben sich die einzelnen Abgeordneten dazu verhalten. Das kann ich bisher jetzt nur machen, wenn ich eben in dieses Redmine gehe. Diese Redmine-Übersicht ist aber nichts, womit ich öffentlich wirksam werben wollen würde. Und deswegen spreche ich mich eher auch dafür ein, das Ganze nochmal weiterzuführen, weiterzuentwickeln, sodass es tatsächlich mal dann wirklich einen Stand hat, eine Form hat, die dann auch mein Vater versteht. Stefan? Ingo, bist du mal so nett? Ja, ich vermisst die Möglichkeit, ein bisschen mehr Zeit noch Abstimmungen nachzutragen. Bei mir war die Situation, ich war am Donnerstag dann direkt nach dem Plenum auf dem parlamentarischen Abend, war von da aus spät zurück, dann direkt ins Bett und dann konnte ich es Freitagmorgen nicht mehr machen, weil in dem Abstimmungstool schon die Daten für den Freitag drin waren. Also da hätte ich eigentlich auch noch die Möglichkeit, das noch am nächsten Tag zu machen. Kai. Ja. Okay. Ich versuche das mal geordnet. Ich fange mal bei Stefan hinten an. Das habe ich auf der Mailingliste schon weit im Vorfeld gesagt. Es ist absolut möglich, auch seinem Mitarbeiter mitzuteilen, kümmere dich bitte darum, dass das eingetragen wird. Dafür sind im Zweifel auch persönliche Mitarbeiter da, solche Dinge zu erledigen. Wir haben das im Vorfeld, bevor wir mit diesem Abstimmungstool reingegangen sind, zum Teil auch so gemacht. Also ich möchte nur mal darauf hinweisen, dass ich glaube, Michelle und Daniel beide von Anfang an in ihrem Blog das Abstimmungsverhalten veröffentlicht haben. Ich habe immer gesagt, dieser Aufwand, das ins Blog zu packen, das ist mir zu viel. Ich möchte, dass die ganze Fraktion das tut sowieso. Von daher sollte die Fraktion sich auch um eine Lösung kümmern. Das ist eigentlich der ursprüngliche Hintergrund hinter dem Ding. Und diese Aufgabe kann man auch delegieren. Das ist machbar. Generell zur Öffentlichkeit. Ja, wir diskutieren jetzt darüber, ob wir dazu eine PM schreiben. Okay. Wir sind hier gerade in der Sitzung öffentlich. Das Ding ist schon öffentlich, das ist in der Parteiöffentlichkeit schon rum. Also so viel passiert da nicht mehr mit Öffentlichkeit an der Stelle. Das tut überhaupt keinem weh. Und ich stelle mir halt die Frage, wovor haben wir eigentlich Angst? Vom großen bösen Wolf. Doch, wofür haben wir Angst? Warum wollen wir das? Warum kündigen wir das nicht einfach an? Ja, ich verstehe es halt nicht. Ich verstehe halt das Problem an der Stelle nicht, einfach zu sagen, hey, wir machen das jetzt. Das kam in der Diskussion zuvor auch. Dann läuft das nicht ganz rund. Und ja, dann ist das so. Dann ist das so, dass das nicht rund läuft. So fucking what? Wir sind die Einzigen, die das tun. Wir sind die Ersten, die das tun. Dass das nicht rund läuft, ist normal. Wir entwickeln da gerade was Neues. Warum sollen wir das denn nicht öffentlich machen? Ich verstehe das einfach auch gar nicht. Ich spreche an der Stelle erstmal ab, weil da schon genug Gesprächsbedarf entstanden ist. Daniel? Ja, hallo, liebe Fraktion.
2, 3 Sachen dazu. Zu Stefan noch, was das Nachtragen und so weiter in Redmine angeht. Also das kann man ja jederzeit noch tun, ne? Dann halt nur nicht mehr über dieses lustige Tool, ne? Also über diese, lass mich doch bitte, also nicht mehr über dieses Tool, über diese grafische Benutzeroberfläche, sondern einfach in Redmine, was an jedem Rechner auch gar nicht so sehr umständlich ist, wo entsprechende Abfragen hinterlegt sind zu den einzelnen Plenarsitzungen, geht am Rechner ganz einwandfrei, ist halt am Smartphone oder so ein bisschen schwierig. Und gerade so für Smartphone oder Tablets gibt es ja diese Benutzeroberfläche. Also überhaupt kein tatsächlich größerer irgendwie Akt oder sonstiges. Testläufe, also ich weiß nicht, wir haben jetzt, ich sag mal seit einem halben oder seit einem Dreivierteljahr arbeiten wir jetzt irgendwie damit. April. Ja, dann ein Dreivierteljahr, also sogar ein gutes Dreivierteljahr. Ich finde, das ist so zum Testen ein ziemlich langer Zeitraum. Jetzt ist es halt leider so, dass sich an dem Test nicht ganz so viele beteiligt haben. Nichtsdestotrotz, das, was in der letzten Plenarphase lief, lief eigentlich so ganz gut. Also ich bin an der Stelle durchaus der Meinung, dass man damit öffentlich werden kann. Allerdings gibt es da 2 Haken noch bei. Das erste ist, wir können das nur öffentlich machen, wenn die Personalsituation dahinter geklärt ist. Das sehe ich momentan nicht unbedingt, ob die geklärt ist. Da wüsste ich halt was noch gerne zu, gegebenenfalls dann in einem nicht öffentlichen Teil. Zweitens, das, was Lukas gerade gesagt hat zur Visualisierung, ist natürlich in der Tat ganz spannend. Also jetzt mit Redmine kann man jetzt so optisch nicht gerade einen Blumentopf gewinnen, ne? Also das irgendwie, also das werden wir selbst einem uns sehr zugeneigten Redakteur nicht irgendwie als so wahnsinnig toll verkaufen können. Das wäre jetzt aber dann der nächste Schritt, den wir gehen können. Also das, der Hintergrund läuft da im Prinzip. Und der nächste Schritt wäre jetzt, eine Visualisierung zu gestalten. Ich kann sowas nicht. Ich weiß aber, dass das jetzt nicht gerade irgendwie Hexenwerk ist. Also da jetzt irgendjemanden mit zu beauftragen, das müssten wir noch nicht mal selber machen. Da müssten wir vielleicht ein paar Euro für ausgeben, der das irgendwie visualisiert. Wir haben das ja auch schon mit dem Haushalt und sowas gemacht. Da gibt es bestimmt Menschen, die das für uns gerne übernehmen würden und da, glaube ich, grafisch was ganz Nettes hinkriegen. Ob das jetzt zeitlich dann bis zum nächsten Plenum noch funktioniert nächste Woche, das weiß ich nicht. Kann ich nicht einschätzen. Das müsste man gegebenenfalls klären. Also das sind die beiden für mich offenen Punkte. Und ansonsten steht da einer Produktivsetzung des Ganzen nichts im Weg. Olaf. Ja, es wird sich hier vorhin gerade aufgeregt. Also ich habe auch das Gefühl, also es ist ein Gefühl von mir, dass Leute Angst haben. Mehr kann ich da eigentlich auch nicht zu sagen und dass sich deswegen zum Teil dagegen gewehrt wird. Ein, zwei kann ich ganz gut verstehen, davor hätte ich nämlich auch die meiste Angst, dass dadurch eine Realitätsverzerrung stattfindet. Wäre zum Beispiel so Sachen, dass Abstimmungen, dass man nicht dran teilnehmen kann und sich dann hinterher rechtfertigen muss, warum hat man da nichts eingetragen oder so. Ich sehe da aber die Gefahr jetzt bei dem derzeitigen Standpunkt nicht, also bei dem derzeitigen Stand des Tools nicht. Das müsste eigentlich jetzt geklärt sein, nachdem, so habe ich das zumindest auch letzte Woche mitbekommen. Die Frage mit dem, ja, dass da die richtige Empfehlung noch steht, also dass da nicht Zustimmung steht, während man ja eigentlich die Empfehlung ablehnt, also die Empfehlung des Ausschusses, ist ja wahrscheinlich auch nur eine ganz kleine Sache. Und von daher finde ich es auch, es spricht für mich nichts dagegen. Das Einzige, was vielleicht noch die Frage ist, ist, wie groß wir das an die Presse hängen aufgrund der derzeitigen Oberfläche. Ob das nicht eventuell ein bisschen blöd ist. Ansonsten ist das einfach unser Anspruch. Und ich sage mal so, ich gehöre sicherlich nicht zu den Leuten, oder ich bin ja wahrscheinlich noch eher einer von den Leuten hier, die eher nicht unbedingt nur immer Transparenz und Transparenz schreien. Aber an der Stelle finde ich das jetzt sowas von schwierig zu sagen, nee, das veröffentlichen wir nicht. Ich meine, das ist jetzt erstmal wenig und die Oberfläche ist auch nicht optimal. Aber das wäre doch zumindest schon mal ein erster Schritt in die Richtung, dass alle Menschen nachvollziehen können, wenn sie wollen und wenn sie interessiert sind. Ja, es ist jetzt sehr wahrscheinlich erstmal eine sehr, sehr starke Hürde für diese Menschen, diese Informationen für sich zu generieren aus unserem Tool. Aber ohne dem ist noch weniger da. Und verbessern kann man es immer. Aber hinterher zu sagen, nee, das muss jetzt erstmal optimal sein, bevor wir es einsetzen, finde ich auch ein bisschen überheblich.
Lukas. Der Grampi hat mich darum gebeten, ob er nicht vorher was sagen dürfte. Ihm brennt es wohl. Der brennende Grampi. Also, in ganz kurz, zum Technischen. Hinzugehen und ein Backend zu bewerben, rein technisch gesprochen, anstelle eines Frontends, ist ungefähr das, was die Presse von uns erwartet. In Worten, Dinge zu tun, die keine Sau draußen versteht. Das heißt also, wenn wir nicht hingehen und eine vernünftige Übersicht schreiben lassen, brauchen wir einen Scheiß zu machen, weil wir uns nur um uns selbst drehen. Denn dies ist nur ein Tool für die einfachere innere Aufarbeitung des Abstimmungsverhaltens. Zweitens, die Methode hinzugehen, uns Angst vorzuwerfen, genau in diesem Punkt drehe ich damit einfach um, indem ich sage, ich möchte euch beschützen vor eurer eigenen Verbohrtheit, mit diesen Dingen euch in die Öffentlichkeit zu stellen. Vielen Dank. Lukas. Ich glaube, der Grampi hat alles gesagt, nur viel schöner, als ich es hätte je machen können. Gut, dann noch Olli, Kai und Joachim und ich glaube, dann haben wir auch die Redezeit langsam um. Ja, ich habe mich gemeldet, ich merke, dass als ich meinte zu merken, dass es noch ein großes Unverständnis gegenseitig gibt, worüber wir jetzt eigentlich sprechen. Ich ziehe mal eine Zusammenfassung. Ich glaube, niemand ist dagegen, das Ding jetzt einzusetzen. Wenn ja, sollte er vielleicht jetzt noch schreien, dann habe ich das falsch verstanden. Das einzusetzen, das auch produktiv einzusetzen, die weiteren Testläufe, die es noch geben muss, ohne Zweifel im Produktivsystem vorzunehmen, weil wir im Produktivsystem am besten testen können, weil dann jeder mitmacht. Dann das Ding natürlich selbstverständlich auch zu verlinken. Ich denke, niemand hat was dagegen, es auf der Homepage zu verlinken, es in der Partei bekannt zu machen und da an einer Visualisierung zu arbeiten. Ich glaube allerdings nicht, dass wir das bis zum nächsten Plenum hinkriegen und dass es sinnvoll ist, das bis zum nächsten Plenum hinzukriegen, weil sich bestimmt noch ein paar Sachen ändern, wie das visualisiert werden soll. Die große Frage, um die wir uns ja eigentlich die ganze Zeit drehen, ist, wie groß der Aufschlag sein soll, das Ding zu bewerben. Und da reicht es von, lass uns das erstmal nicht bewerben, bis wir eine ordentliche Präsentation, also eine ordentliche Visualisierung des Ganzen für die Leute haben, die es sich angucken, so ähnlich wie bei Abgeordnetenwatch oder so. Lass uns das erst dann bewerben, wenn wir auch wirklich jederzeit abstimmen können, wenn das wirklich funktioniert. Und lass uns das dann sehr groß machen und vielleicht möglicherweise den Leuten das auch zeigen und so weiter und so fort. Ich glaube, der einzige Dissens hier war, jetzt hauen wir dazu eine PM raus, beziehungsweise machen wir andere Dinge, um das Ding zu bewerben. Und da ist jetzt die Frage, ob wir einen Antrag haben dazu. Wollen wir das als Antrag formulieren und beschließen? Der Antrag könnte lauten, wir setzen das produktiv ein. Die große Bewerbung, dass wir das tun, kommt dann, wenn wir eine ordentliche Visualisierung haben, könnte ein Antrag lauten. Nichtsdestotrotz steht es natürlich der Presse frei, auch das letzte Mal schon zuzugucken und zu schauen, wie wir das gemacht haben. Das können ja jederzeit tun, wenn sie es auf 20 Piraten lesen. Und manche lesen das ja. Und wir wissen, dass häufig unsere Pressemitteilungen viel weniger Effekt haben, als wenn wir irgendwas twittern. Kai und Joachim, und dann lasse ich erst noch mal über weitere 15 Minuten abstimmen und dann bitte ich erst danach erst um weitere Wortmeldungen. Danke. Kai. Ja, vielen Dank. Hier kamen Fragen zur neuen Version. Neue Version, ja, Toso, Entschuldigung, dass ich das vorhin nicht aufgegriffen habe, ist mir entfallen. Habe ich mir deswegen aber aufgeschrieben, greife ich jetzt noch mal auf. Die neue Version wird ein Stück weit die Kritik aufgreifen, die hier auch schon gefallen ist. Also zum einen ein bisschen was mit der Visualisierung. Man kann sich als Externer dann auch durchklicken und die Abstimmung im Prinzip im Nachhinein nochmal aufrufen und sehen. Man kann die Sitzungen darin vorbereiten mit dem Tool. Dafür ist es gedacht und tatsächlich auch alle drei Plenartage aufgreifen. Ich gucke mal, wo der Ansgar damit hinkommt mit der Vision und dann gucken wir mal, wie wir das weiterspinnen können.
Die Abstimmungsübersicht, die hier mehrfach angesprochen wird, die steckt im Prinzip in dem Umlaufbeschluss, den ihr zuletzt aus formalen Gründen abgelehnt habt. Ich bin der Meinung, dass alle Abstimmungen, alle, also die in der Fraktionssitzung, die in der Vorstandssitzung, die im Plenum, die sollten alle über das Block sichtbar sein. Dazu sollte eine geeignete Seite im Block erstellt werden, die im Prinzip unser permanentes Abstimmverhalten in allen Dingen öffentlich macht. Das ist der Hintergrund, das ist die Ansage mit dem Frontend, das der Grumpy haben will. Und das ist eine Forderung, die ich schon relativ lange habe. Ich möchte dann auch noch was sagen zu den, ihr müsst einen Scheiß tun, ein Backend zu veröffentlichen. Ja, Grumpy, das kann man durchaus so sehen. Ich gehe jetzt mit diesem Abstimmungsverhalten, mit diesem Tool in Redmine seit, sage ich mal, Juli, August 2012 schwanger. Seit April testen wir das, seit April arbeiten wir daran. Das ist schwanger schon seit Juli 2012. Seit April 2013 arbeiten wir darin schon. Daran haben wir schon etwas früher gearbeitet. Und ich versuche damit zu realisieren, und das ist die Aussage dahinter, was ich von Anfang an für selbstverständlich gehalten habe. Ich versuche damit zu realisieren oder auch hinzubekommen, was ich von Anfang an von der Fraktion erwartet hätte zu tun. Dass dann jetzt kommt, ihr tut einen Scheiß, ein Backend zu veröffentlichen, nachdem wir damit schon, keine Ahnung, über ein Jahr am Werke sind, ist ein Einwand, den ich mir dann an der Stelle deutlich früher gewünscht hätte. Ich will es nicht verdrehen, dann korrigier es bitte. Es geht um die Aussage, dass es nicht richtig ist, ein Backend zu veröffentlichen. Vielleicht ist das präziser. So habe ich es auf jeden Fall verstanden. Ist aber auch nicht ganz so wichtig, Grumpy. Ist nicht so gemeint, wie du es jetzt vielleicht verstehst. Mir geht es nur darum zu sagen, wenn das die Fraktion gewollt hat von Anfang an, dann hätte es zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit gegeben, auch da schon konstruktiv darauf einzuwirken, seine Dinge dazu kundzutun. Das ist nicht passiert. Bisher haben Daniel und ich das relativ in Eigenregie überhaupt irgendwie mit Ansgar gemacht. Und Joachim als letzter vom ersten Block, bitte. Ja, ich möchte eine persönliche Erklärung abgeben. Erstens, ich hatte noch nie Angst vor IT und ich werde hier auch nicht in der Fraktion damit anfangen und ich lasse mir das auch nicht unterstellen. Und zweitens, ja, ich hätte gern noch einen Testlauf und zwar so lange, bis nicht nur die IT, sondern auch der Workflow mit denjenigen, die es bearbeiten, wirklich steht. Ich danke euch. So, wir haben die ersten 15 Minuten weit überschritten. Wer möchte weitere 15 Minuten zu dem Thema diskutieren? Den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Wer möchte das nicht? Das sind drei. Wer möchte das nicht? Acht, wer enthält sich? Gut, es gibt keine Mehrheit, weiter zu diskutieren. Ich sehe jetzt hier auch keinen Antrag, den wir abstimmen. Ist das richtig? Zwei. Ah, da unten, ja. Okay, das heißt, wir stimmen dann noch erstens ab. Die Fraktion beschließt, die Abstimmungsergebnisse aus Redmine visualisieren zu lassen. Hierfür wird ein entsprechendes Budget, 15. Wer hat das da reingeschrieben? 5.000 bis 15.000 freigegeben und der Auftrag an einen externen Dienstleister vergeben. Verantwortliche Ansprechpartner der Fraktion sind Kai zu Redmine und Lukas IT allgemein. Der Auftrag soll im Februar vergeben werden, sodass die Visualisierung im März-Plenum starten kann. Ich wollte eigentlich nicht mehr diskutieren, sondern abstimmen. Wir sind ihr habt hier Fragen, Verständnisfragen dazu. Ich weiß nicht, wer jetzt als erster war, Frank oder Grumpy, bitte. Also hier ist gerade Grumpy, Frank und dann habe ich gehört. Ja. Ganz kurz nach vergaberechtlichen Richtlinien ist dies so leider nicht möglich, weil ohne Ausschreibung vorweg kann nichts freigegeben werden. Wollte ich halt nur darauf hingewiesen haben, zumal halt auch die Mindestgrenzen damit überschritten worden sind bei den 5.000, ab 5.000.
Von daher müssen zuerst die Kostenvoranschläge, 3 Stück an der Zahl, von außen eingeholt werden und dann können die Gelder erst freigegeben werden. So ist das nicht möglich. Das heißt, ich würde vorschlagen, dass sozusagen das umformuliert wird, halt, dass entsprechend die Kostenvoranschläge für dieses Projekt nach außen gegeben werden können. Vielen Dank. Frank? Ja, ich wollte auch, dass auf jeden Fall diese Summen da rausfliegen. Ich finde das unmöglich, vor allen Dingen mit einer Mindestausgabe oder sowas. Das ist ja völliger Quatsch. Und natürlich muss eine Ausschreibung geben. Gegen das Projekt an sich verschließt sich ja niemand. Dietmar? Ja, wenn ich das jetzt vom Antrag her richtig sehe, es geht also tatsächlich nicht um die Weiterentwicklung der Usability, sondern es geht dann um das, was wir haben und Visualisierung, weil ich würde dann natürlich auch intern noch den einen oder anderen Wunsch äußern, wie es sein sollte, wie zum Beispiel die Zuordnung von Tops zu den ganzen Dingern. Das ist eine Heidensucherei immer. Wir hatten das beim letzten Plenum mit, weiß glaube ich, 30, 40 Anträgen. Und da dann den richtigen passend in just in time zu finden, da höre ich schon nicht mehr vorne zu. Also dann ist es, die Usability ist damit nicht gemeint. Oder soll der externe Dienstleister auch da noch dran rumstricken? Steht da nicht in dem Antrag. Daniel? Also der ursprüngliche Antrag ist von mir. Ich verzichte im Regelfall bei Anträgen an die Fraktion darauf, die gesetzlichen Rahmenbedingungen in den Antrag nochmal extra mit aufzuführen. Insofern, hier ging es darum, ein entsprechendes Budget für uns freizugeben und auch gegebenenfalls dann einem Auftraggeber grünes Licht zu geben. Dass wir die gesetzlichen Rahmenbedingungen einhalten, hielt ich bislang für einigermaßen selbstverständlich. Ich hoffe, das machen wir auch künftig so und soll natürlich auch hierbei tatsächlich so erfolgen. Also kurzum, lasst uns dem hier bitte zustimmen. Das Budget hatte Olli jetzt gerade noch ergänzt zuerst von der Höhe her. Mir ist das aber auch vollkommen gleich. Wir können das gerne den beiden Verantwortlichen, die in dem Antrag drinstehen, sprich Kai und Lukas, überlassen. Ich glaube, also ich zumindest habe da so viel Vertrauen, dass die da entsprechend vernünftige Angebote auswählen und entsprechend sinnvoll irgendeinem Dienstleister den Zuschlag geben. Wichtig ist mir, dass wir nachher ein vernünftiges Ergebnis haben, mit dem wir dann tatsächlich an die Öffentlichkeit gehen können und was dann auch irgendwie ganz toll aussieht. Und dann, ach so, Dietmar, zu den Hinweisen, was die Usability angeht, hat mit dem Antrag alles überhaupt gar nichts zu tun. Ich gehe davon aus, dass die interne Entwicklung, ne, also unsere Verfahrensweise damit, dass das weiterläuft. Ne? Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Dann lese ich jetzt noch mal das vor, was jetzt entsprechend geändert worden ist und was wir jetzt abstimmen können. Die Fraktion beschließt, die Abstimmergebnisse aus Redmine visualisieren zu lassen. Hierfür wird ein entsprechendes Budget evaluiert und der Auftrag nach Ausschreibung an einen externen Dienstleister vergeben. Hierfür werden entsprechende Angebote eingeholt. Verantwortlich ist bla, unverändert. Wer kann diesem Antrag so zustimmen? Den bitte ich um das Handzeichen. Stimmt. Ich habe gerade nur blablub gemacht, ja. Das war falsch, weil da diese Märzfrist drin ist. Ich bin ja Antragsteller, ich nehme den letzten Satz da raus, weil das möglicherweise bei einer Ausschreibung nicht einzuhalten sein könnte. Gut, das heißt, wir haben im letzten Satz jetzt nur noch drinstehen, wer die Verantwortlichen sind, nämlich Kai und Lukas, und die Märzfrist haben wir jetzt rausgenommen. Dass wir das möglichst schnell haben wollen, dürfte uns dabei klar sein. Wer ist dagegen?
enthält sich. Einstimmig bei einer Enthaltung. Also einstimmig bei einer Enthaltung. Ist mir sowas passiert? Ach, ich ziehe den Antrag zurück, weil mit diesem Beschluss ist eigentlich klar, dass wir das Ding auch nutzen. Das heißt, du ziehst die drei Anträge, die da jetzt stehen? War einer, aber das ist, ja, okay. Im Grunde bleibt uns nicht anders übrig, das auch so zu tun. Ich denke, das ist genau gut, das ist zurückgezogen. Das heißt, der Punkt ist abgeschlossen, wir kommen zu Top Nummer 9. Der kann kombiniert mit Top Nummer 10, denke ich, diskutiert werden. Es geht um die Handhabung von Plenarreden. Einmal, die Fraktion möge beschließen, die bisherige Handhabung, die Entscheidung, ob eine Plenarrede zu Protokoll gegeben wird, beizubehalten. Und bei 10 steht ja keine Rede mehr zu Protokoll, auch nochmal in der Phrase fassen lassen von Michelle. Da möchte ich gerne Wortbeiträge zu haben. Ich sehe den Oliver und dann die Moni. Ich möchte vorab formal erwähnen, dass ich finde, dass diese beiden Sachen zwar zusammengehören und zusammen behandelt werden sollten, aber nicht konkurrierend sind. Es ist möglich, die Vereinbarung mit dem zu Protokoll zu gebenden Reden und wie man zu Protokoll gibt, zwischen den Fraktionen beizubehalten und dennoch hier zu beschließen, keine Reden mehr zu Protokoll zu geben, grundsätzlich keine Reden mehr zu Protokoll zu geben oder und so weiter, also je nachdem, wie scharf man das formulieren möchte und wie viele Ausnahmen man zulassen möchte. Denn sollte, zumindest beim grundsätzlich nicht mehr zu Protokoll, wäre es ja möglich, sollten wir irgendwann aus irgendwelchen Gründen es doch wollen, greift dann die Regelung, die halt beschlossen wurde zwischen den Fraktionen, nämlich wann, es ging auch um die Fristen, wann man das abgeben kann und so weiter und so fort. Des Weiteren möchte ich, dass alle noch mal genau wissen, welche Möglichkeiten es gibt. Mir ist aufgefallen, dass auch von den anderen Fraktionen viele Abgeordneten keine Ahnung haben, was der Unterschied zwischen zu Protokoll geben ohne Debatte und umgekehrtes Verfahren ist und dass sie manchmal glauben, wenn sie zu Protokoll angeben, dass sie dann nachher nochmal reden können und so weiter und so fort. Wenn wir darüber sprechen, einen Beschluss zu fassen, reden ab sofort nicht mehr zu Protokoll zu geben, sollten wir auch darüber sprechen, wie wir es handhaben, wenn umgekehrtes Verfahren verlangt wird, ob wir das generell akzeptieren und so weiter und so fort. Das finde ich noch wichtig dabei, dass zumindest wir wissen um diese Möglichkeiten und vielleicht das den anderen Abgeordneten auch sagen. Moni. Ja, ich kann ja vielleicht mal sagen, was so in den letzten anderthalb Jahren es für Fälle gab. Einfach, dass man mal weiß, worauf man dann in der einen oder anderen Situation kommt. Es gibt ja einmal das, was ihr bemängelt, das ist das Reden zu Protokoll geben, weil es abends spät ist und weil man keinen Bock mehr hat. Ne? Da redet ihr, glaube ich, jetzt oder reden wir rüber. Es gibt aber auch Fälle, wo ich aus unserer Fraktion angesprochen wurde, wo man gesagt hat, wir haben den Antrag eingebracht, es hat Gespräche gegeben, wir haben uns beschlossen, da anders mit zu verfahren und wo wir gesagt haben, wir möchten das jetzt hier an dieser Stelle gar nicht debattieren, aus immer welchen Gründen. Dass Gespräche unter Fachabgeordneten gibt und es immer wieder Gründe gibt, warum das vielleicht notwendig ist oder warum das vielleicht sinnvoll ist. Ich weiß auch, dass ich, wenn ich gefragt bin, ich häufig gehört habe von unseren Abgeordneten in irgendwelchen Fällen, nee, finde ich gut, weil eigentlich war das eh nicht so unser Thema, da konnten wir. Also es gibt tausend Sachen. Also ich kann verstehen, dass man sagt, wir geben keine Reden mehr zu Protokoll, um Zeit zu sparen. Ansonsten bin ich definitiv der Meinung, dass das die Sache der Fachabgeordneten ist, zu sagen, wie ich mit einem Antrag umgehe, wie ich damit weiter verfahre. Und ich würde mir dieses Recht auch nicht nehmen lassen, obwohl ich genau weiß, ich werde halt sehr genau gucken. Das finde ich richtig, dass wir sagen, hier nur, weil jetzt 8:30 ist, tun wir das nicht mehr. Ansonsten bitte ich euch einfach darum, auch hier den Fachabgeordneten entscheiden zu lassen, was mit einem Antrag passiert, wie der gehandhabt wird. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass mich einer zwingen wird, mich da vorne hinzustellen und eine Rede zu halten. Da wünsche ich euch viel Spaß bei. Oliver. Ich möchte jetzt auch noch inhaltlich was dazu sagen. Und zwar, ich fände es
ganz gut, wenn wir hier beschließen würden, grundsätzlich keine Reden mehr zum Protokoll zu geben, weil wir diesen Beschluss anderen mitteilen können. Dann kann unser parlamentarischer Geschäftsführer entsprechend die anderen briefen, dann ist das für Sie keine Überraschung, sondern schlicht und einfach vorher eine Information. Dann ist das auch kein böses Spiel im Plenum, sondern Sie wissen vorher Bescheid, bevor die Tagesordnung überhaupt zusammengesetzt wird, dass wir einen Beschluss haben, grundsätzlich keine Reden mehr zu Protokoll zu geben. Dann wissen Frau Bär und so weiter im Plenum Bescheid, dass der Beschluss ist. Und, man kann, ich glaube, man hat dann irgendwie, wenn jeder weiß, wo man politisch oder, das ist ja nun eine politische Entscheidung, wo man politisch steht, dann ist es sehr viel einfacher, diese Sache auch ordentlich und sachlich zu diskutieren. Dann muss man keine Stellvertreterdiskussion führen. Und ich finde es auch für die Fachabgeordneten sinnvoll, so einen Beschluss zu haben. Die momentane Situation ist, dass die Fachabgeordneten das manchmal sehr gut sagen können, ich möchte das aber nicht, aber in anderen Fällen auch die Fachabgeordneten ja mehr oder weniger dazu gedrängt werden, noch jetzt endlich Ja zu sagen. Die anderen hätten doch auch alle Ja gesagt, das sei doch auch so üblich und der PGF hätte da auch nichts gegen. Das sei doch überhaupt auch nicht Ihr Antrag. Dann wird die Argumentation, die man als Fachabgeordneter hat, sehr dünn. Wenn man dann sagen kann, ja, aber wir möchten grundsätzlich keine Reden zu Protokoll geben und das wurde vor Fassung der Tagesordnung auch gesagt, hat man es als Fachabgeordneter doch sehr viel einfacher, mal eben mit einem einzigen Argument die Sache zu erledigen und zu sagen, nee, ich gebe das jetzt nicht zu Protokoll. Und wenn das die Verwaltung weiß, dann fragt die Verwaltung demnächst auch oben im Präsidium nach, haben denn auch die Piraten zugestimmt? Dann kann es nicht mehr sein, dass jemand von den anderen PGFs hingeht und dann sagt er, ja, haben auch alle zugestimmt, alle PGFs, und dann heißt es, ja, ja, bis auf eine, aber das machen wir gleich noch. Das kommt nämlich momentan vor. Also Moni hat ja gerade ausgeführt, dass es mannigfaltige Gründe gibt, warum man vielleicht auch an dem Abend nicht mehr reden will, dass es vielleicht Gespräche gab mit den Fachpolitikern. Ich bin auch mal abends nach 10 gefragt worden, willst du denn heute Abend noch dazu reden, sollen wir reden? Ich habe gesagt, ja, ich will. Und dann wurde auch nicht auf mich eingeredet oder mich überzeugt, dann war es überhaupt kein Thema, dass die Reden dann auch gehalten werden. Ihr seht, ich sehe schon wieder so Droh- und Angstszenarien, dass Leute bedrängt werden, ihre Reden zu Prolte zu geben. Ich sage erstmal, das ist Quatsch. Ich habe auf jeden Fall noch nie von sowas gehört und geredet. Es sollte in jedem Fall, und dann, wie gesagt, was Moni sagte, ganz alleine die Sache des einzelnen Fachpolitikers sein. Und wenn er dann abends um 11 noch reden will, ich denke, die Zeit spielt dann auch keine Rolle, sondern eher die Sinnhaftigkeit. Und das muss der Politiker alleine entscheiden. Da brauchen wir keinen Gesamtbeschluss. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die Piraten nicht bei solchen Verabredungen übergangen worden sind. Ich habe das jedenfalls nicht erlebt. Und ich denke, dass Simoni da auch dann in der Vergangenheit ziemlich laut Lärm gemacht hätte und uns darüber informiert hätte. Das passiert einfach nicht. Das sind Szenarien, die haben nie stattgefunden, die werden nicht stattfinden, die werden hier als Möglichkeiten in den Raum gestellt und ich möchte mich dagegen verwehren. Ich finde, das ist Quatsch. Entschuldigung. Birgit. Ja, danke schön. Ich glaube, es ist auch ein bisschen so die Frage der eigenen Redepraxis, was einen jetzt auch hier in der Abstimmung dann gleich bewegen könnte, so oder so zu stimmen. Ehrlich gesagt, mir persönlich ist das ein Dorn im Auge, eine Rede zu Protokoll zu geben, weil ich es erstmal schreiben müsste. Es ist für mich wesentlich leichter, eine Rede zu halten. Ja, es ist für mich wesentlich simpler, eine Rede zu halten. Und dann gehe ich nämlich da vorne hin und halte eine Rede. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Ich möchte einmal wissen, wir haben jetzt gerade letzte Plenarwoche die 50. Plenarsitzung hinter uns gebracht, wie oft das passiert ist, worüber hier wir gerade so heftig diskutieren. Nach meiner persönlichen Erinnerung war es bezogen auf mich und meine befassten Themen zweimal der Fall. Und das war jedes Mal irgendwie so halb nachts, ja, wo alle platt waren, wo schon, ich sag mal, 70% der Abgeordneten zu Hause waren, wo, was weiß ich, der Stream am Ende schon nicht mehr lief, weil der Typ eingepennt ist, Presse sowieso nicht da war und das Thema vielleicht auch nicht für jedermann so interessant war. Okay, so, also bitte,
wir müssen doch mal hier eine Verhältnismäßigkeit feststellen, warum wir jetzt überhaupt hier so einen Grundsatzbeschluss fassen sollen. Und da schließe ich mich ehrlich gesagt ein bisschen auch Simone an und auch allen anderen, die gesagt haben, ey Leute, macht das doch, hängt das Thema nicht so hoch. Ich glaube nicht, dass wir hier einen Grundsatzbeschluss brauchen in diesem Thema. Und von daher, obwohl ich dann, wenn es zu Protokoll gegeben werden soll, ich das schreiben muss. Also von daher, ey, no hard feelings. Ich werde mich jedenfalls bei dieser Abstimmung enthalten. Moni. Ja, vielen Dank, Dietmar. Und wenn du dich erinnerst, und das fand ich jetzt auch so ein bisschen selten, bin ich immer zu den Abgeordneten hingegangen, habe gesagt, willst du reden oder willst du nicht reden? Und ich habe ganz oft dann auch da unten gestanden und gesagt, nein, wir wollen reden, und dann wird auch geredet. Ich habe dieses Szenario, dass Leute unter Druck gesetzt wurden oder so, tut mir leid, habe ich so nicht erlebt. Also es war immer klar, wenn einer gesagt hat von den Fraktionen, wir wollen reden, dann wird geredet. Insofern, ich habe auch nie eine Entscheidung getroffen, ohne mit den einzelnen Leuten gesprochen zu haben. Ich habe nicht an einer Stelle zugesagt, die Rede wird zu Protokoll gegeben, ohne dass ich mit den entsprechenden Fachabgeordneten geredet habe. So what? Ich fand das eine gute Lösung und ich weiß überhaupt nicht, warum man daran was ändern sollte. Olaf. Ja, ich hatte auch schon zweimal, wenn ich mich richtig dran erinnere, ist die Sache schon passiert. Ich kann nicht sagen, dass ich unter Druck gesetzt worden bin. Mir ist die Sache allerdings so präsentiert worden, als wenn sie praktisch schon entschieden wäre. Und ich in dem Sinne schon ein komisches Gefühl hatte, oder mir, ich sag mal so, ob es suggeriert wurde oder nicht, oder ob es der Umstand war, es ist auf jeden Fall so gewesen, dass wenn ich jetzt so, alle haben dazu zugestimmt, und das ist schon eine schwierige Sache, nämlich dann als Einzigster zu sagen, nein, ist schon eine schwierige Sache. Selbst wenn es einfach nur so geschehen ist und einfach nur als Faktum verkauft wird, also auch als Faktum wirklich nur rübergegeben wird, die anderen würden gern und alle sind zu sich einer Meinung, du kannst jetzt das Arschloch spielen, ist schwierig manchmal. Was ich nicht ganz verstehe, also erstmal finde ich Reden zu Protokoll sowieso ziemlich lächerlich, denn wenn jetzt Gespräche zwischen den Fachpolitikern zum Beispiel als Grund angeführt werden, es hätte sich die Sachlage geändert, dann brauche ich auch die Reden nicht zu Protokoll geben, weil dann brauche ich sie nicht. Weil warum will ich sie dann nicht äußern? Also warum will ich dann dort nicht sprechen? Entweder weil ich jetzt mir noch nicht so sicher bin und eventuell eine andere Meinung habe aufgrund der Gespräche mit den Fachpolitikern, aber dann ist ja meine Rede unter Umständen gar nicht richtig, die ich jetzt dort halten will. Finde ich alles ein bisschen komisch. Das Einzige, wo es mir passieren könnte, wo ich da sagen könnte, ja, das kann sein, ist ja wahrscheinlich, wenn sich alle einig sind. So nach dem Motto, wollen wir eh alle, was soll man dazu reden? Anderen Grund kann ich mir da für mich überhaupt nicht vorstellen. Und ich werde weiterhin prinzipiell Reden nicht zu Protokoll geben und das hat einfach auch was damit zu tun mit dem Schreiben. Ich gehe jetzt langsam, fange ich an, ein bisschen dazu überzugehen, auch freier die Reden zu halten. Bis jetzt hätte ich einfach mein Skript abgeben können. Ich kann es zurzeit nicht mehr, ich müsste mich auch da hinstellen und ich sage mal so, nur um es dahinter im Papier irgendwo zu haben, wo ich es also noch sinnloser finde, als wieder zu reden, weil selbst das finde ich schon relativ sinnlos, hört es eigentlich auf. Okay. Nico. Olaf hat da gute Punkte gebracht. Ich kann natürlich auch das verstehen, was du und Moni gesagt haben, nur, naja, das ist natürlich auch schon so ein bisschen eine grundsätzliche Geschichte, deswegen auch die Formulierung grundsätzlich keine Reden zu Protokoll, weil natürlich in deinem Fall, Simone, gehe ich dann davon aus, dass du das, sage ich mal, resolut handhabst und wenn du gesagt hast, du hast noch keine Drucksituation verspürt, dann glaube ich, das ist auch schön. Ich weiß aber eben auch, dass es mal anders laufen kann. Da wird ja sehr subtil vorgegangen. Olaf hat das ja gerade so ein bisschen beschrieben, wie da teilweise gearbeitet wird. Und ich sage mal so, wir beklagen uns häufig über zu lange Plenarsitzungen. Und ich kann mir vorstellen, dass wir gleich in der PGF-Runde vielleicht die Frage präsentiert bekommen, verzichten wir auf den Freitag? Und wenn man dann natürlich auch eine etwas längere Tagesordnung, sage ich mal, einfach mal so in Kauf nimmt und dann im Hinterkopf hat, naja, notfalls kriegen wir das schon hin, dass irgendwie zwei, drei Reden zu Protokoll gegeben werden und die Regierung verzichtet bei der Einbringung darauf, die Rede zu halten, sondern gibt sie nur zu Protokoll, dann führt das halt dazu, dass man auch mal eher geneigt ist, eine längere Tagesordnung mal so anzuplanen. Und das wäre für mich dann auch einfacher zu sagen, Leute, ihr wisst, ne, wird schwierig bei uns, also notfalls sitzen wir auch bis 24 Uhr dann da. So, das bitte ich auch mal zu bedenken, wie das so in unser Gesamtkonzept
einfließt, eben darauf zu drängen, dass wir nicht so lange Tagesordnungen bekommen, dass wir vielleicht irgendwann mal über eine Pause diskutieren können. Das sind ja längere Prozesse und da macht so eine grundsätzliche Aussage der Fraktion durchaus Sinn, dieses Ziel zu unterstützen. Ansonsten geben wir hier Spielräume, Verhandlungsspielräume, meine ich, aus der Hand. Oliver. Gut, ich unterstreiche das, was Nico gesagt hat und möchte nur anfügen, doch, es gab den Fall, einfach damit es nicht im Raum steht, doch es gab den Fall, dass ich nicht gefragt wurde und ich sehr überrascht war, dass mein Top ausfällt. In diesem Fall ohne Debatte war, auch nicht umgedreht, sondern ohne Debatte einfach. Und also man kann nicht sagen, es gab es nie. Dass das jetzt andere gar nicht hatten und das vielleicht ein einziger Einzelfall war, okay, dann ist das in Ordnung, aber es ist nicht so, dass es es nicht gab. Kai. Ja, interessante Diskussion. Ich kann ein Stück weit beide Diskussionsseiten hier Punkte, Haltungen verstehen. Ich möchte aber insbesondere auch dem Dietmar zu verstehen geben, wie ich diesen Antrag verstehe. Ich verstehe diesen Antrag als eine Haltung. Die Haltung der Piratenfraktion dazu, grundsätzlich Reden nicht zu Protokoll zu geben. Das ist eine Haltung erstmal. Und da Fug, würde ich was sagen, oder? Ja. Das ist eine Haltung, und die natürlich in dem Fall dann von vornherein eine Verhandlungsposition stärkt einfach. Das ist einfach mal so. Wenn man mit einer klaren Haltung in eine Diskussion geht, dann und weiß, da steht die ganze Fraktion dahinter, dann hat man eine gestärkte Verhandlungsposition. Das ist einfach so. Wenn man der Meinung ist, das sei so nicht notwendig, dann möchte man sich bitte vor Augen führen, dass es auch niemandem schadet, diese Haltung auszudrücken. Es schadet niemandem an der Stelle. Ja, Monika, du verdrehst die Augen, aber du hast mir nicht gesagt, an welcher Stelle das uns schadet. Wenn wir darauf vielleicht dann nochmal eingehen können, dann überdenke ich vielleicht auch mal meine Haltung dazu. Aber so ist das einfach, tut keinem weh und kann man auf jeden Fall annehmen. So, du kämst dran. Ich muss jetzt erstmal kurz über die 15 Minuten sind abgelaufen. Wer möchte weitere 15 Minuten über das Thema diskutieren, den bitte ich um das Handzeichen. Kompromiss, wer möchte das bis zur Pause weiter diskutieren? Du musst dich melden, wenn du dich... Jo. Ja, das reicht. Wir diskutieren das jetzt noch, sagen wir mal so 10 Minuten weiter. Moni, du wärst jetzt dran. Ja, ich wollte nur auf Kai reagieren, warum ich die Augen verdreht habe. Ich finde so ein Argument, wem schadet das, finde ich so grundsätzlich sehr fragwürdig, wenn ich Entscheidungen treffe, um zu gucken, wem schade ich damit. Also wenn ich sage, wofür ist es gut, finde ich das ein gutes Argument. Aber zu argumentieren, wem schadet das, ist für mich so ein Totschlagargument, was, finde ich, keinen nach vorne bringt. Bitte? Ja, aber ne, wollte das nur sagen, als du sagst, wem schadet das von der Argumentation. Tuso. Ja, nur zwei Kleinigkeiten eigentlich an der Stelle. Zum einen schadet es auch nicht, wenn es bei jedem selber bei der Entscheidung bleibt, weil damit sind wir bis jetzt ganz gut gefahren. Ich glaube nicht, dass wir extrem viele Reden zu Protokoll gegeben haben. Ich glaube, es war eher das Gegenteil. Ich glaube, wir sind da schon eigentlich auf einem guten Weg. Von daher sehe ich die Problematik an der Stelle nicht. Zum Zweiten, Kai, wenn du durch eine gute Verhandlungsposition jemanden den Rücken stärken möchtest, dann solltest du dir sicher sein, dass er auch eine gute Bestätigung dafür kriegst. Und an der Stelle sehe ich das Abstimmverhalten, was sich hier ergeben wird, eventuell nicht so ganz eindeutig. Und das stärkt dann eben nicht die Position desjenigen, der da in Verhandlungen muss. Ne? Ach, Kleinigkeit noch als Drittes. Ich mag Symbolpolitik. Entschuldigung, Kai. Dirk. Also der Antrag soll mir grundsätzlich recht sein. Ich verstehe nun nicht ganz, was es in der Praxis ändern soll. Ich sehe das so, wir beschließen das jetzt. Und ich bin mir ziemlich sicher,
bei der nächsten Plenarsitzung wird es genauso ablaufen, dass sich alle Fraktionen einigen, wir geben die Rede zu Protokoll, dann kommen die auf uns zu, fragen uns und dann ist es auch schon für jeden anderen immer genau der gleiche Druck, wie er vorher auch war. Die anderen haben sich geeinigt und die fragen uns trotzdem. Also das wird genauso sein wie vorher auch. Ich sehe da jetzt in der Praxis keine Änderung, sage ich ganz ehrlich. Ja, okay, aber also mir ist es auch völlig egal. Also ich sehe nur, in der Praxis wird sich nicht viel ändern, aber meinetwegen können wir das abstimmen. Daniel und dann Birgit. Ja, tut mir leid, also eigentlich wollte ich dazu gar nichts sagen, weil ich finde den Tagesordnungspunkt wirklich so unspannend, das kann sich wirklich kaum ein Mensch vorstellen. Aber wir können gerne... Wir können gerne noch ein bisschen Zeit verbraten. Ich versuche dann meine 3 Minuten auch mal auszunutzen. Habe ich schon ein paar Mal, ich meine jetzt in diesem Tagesordnungspunkt. Vielen Dank für den Hinweis, Simone. Ja, ich weiß, sogar relativ punktgenau. Das ist meine innere Uhr, die ist so toll. Was wollte ich sagen? Keine Ahnung. Doch, ich wollte Folgendes sagen. Also ich bin klar dafür, oder ich möchte für mich einfach, dass ich diese Entscheidung selber treffe. Ob jetzt zu meinem Tagesordnungspunkt, zu dem ich reden möchte, jetzt irgendwie Reden zu Protokoll gegeben werden sollen oder nicht, die Entscheidung möchte ich ganz einfach treffen können. Genau, so, das ist das, was ich letzten Endes möchte. Und zwar, also das ist mir im Prinzip relativ egal, was die Fraktion hier beschließt. Ich sehe da auch tatsächlich keine Riesendruck- oder Drohkulisse. Die kann im Einzelnen dann vielleicht so aufgefasst werden, aber hey, Mensch, die fragen einfach, ob man eine Rede zu Protokoll geben möchte und dann sagt man, nö. So, also die Druckkulisse ist eigentlich relativ schnell abgebaut. Ja? Wir müssen natürlich gewährleisten, dass tatsächlich der Fachabgeordnete immer gefragt wird. Ne? Also dass nicht im Hintergrund da irgendeine Entscheidung gefällt wird, die dann nicht abgesprochen ist mit demjenigen, der dann zu dem Tagesordnungspunkt reden soll. Oder wo vielleicht dann schon jemand signalisiert hat, ja, können wir wahrscheinlich machen, weil es ja schon spät ist oder sowas. Zu Moni noch eins. Ja, es wird ja wahrscheinlich so sein. Also Nico hat das vorhin ja auch schon angedeutet. Vielleicht diskutieren die nachher über den Freitag, ob der überhaupt stattfinden muss. Wenn der nicht stattfinden sollte, ne? Also der Freitag, Plenartag, dann kommst du trotzdem in die Diskussion, dass vielleicht Mittwoch oder Donnerstag dann doch lang ist, wenn der Freitag halt eben nicht stattfindet, weiß ich nicht. Und eins noch, weil vorhin so gelacht wurde, weil Dietmar gesagt hat, er müsste dann eine Rede schreiben. Ich fand das halt also überhaupt gar nicht witzig. Ja? Dietmar redet halt eben frei. Ja, manchmal fehlt da auch der rote Faden. Ne? Aber das ist hier gar nicht der Punkt. Ich sehe es nämlich genauso wie du. Also ich habe die gleiche Situation. Ich müsste dann eine Rede schreiben. Ich habe keine Rede, wenn ich da nach vorne hingehe. Ich habe da Stichwörter drin stehen. Bin auch letztens vom protokollarischen Dienst gefragt worden, ob die mein Manuskript haben könnten. Ja, können die haben, können die auch nichts mit anfangen. Ja? Das ist der Punkt. Also ich bin grundsätzlich eigentlich dagegen, irgendwie Reden zu Protokoll zu geben, finde ich sowieso irgendwie affig. Aber letzten Endes die Entscheidung möchte ich für mich selber treffen. Birgit. Ja, ich wollte eigentlich auch nichts zu sagen, weil ich das auch irgendwie absurd finde, darüber zu diskutieren. Und zwar deshalb, weil ich auch möchte, dass das eine autonome Entscheidung jedes Einzelnen ist. Und das kann nicht eine Gruppe für mich entscheiden. Und ich möchte auch nicht, dass das eine Gruppe für mich entscheidet. Genau, ja, das sehe ich auch noch nicht. Klar, dass du wieder autonome reinbringst. Natürlich immer gerne. Aber das ist auch so eine Frage der Haltung, irgendwie des Menschenbildes, was mich daran stört. Deswegen wollte ich nämlich doch was dazu sagen, weil es nämlich genau so eine, also im Prinzip die Haltung dahinter, die ähnliche ist, wie wir zwingen jetzt alle eine Mailingliste zu lesen. Oder wir zwingen halt alle, wir geben keine Reden mehr zu Protokoll. Das kann man nur im Einzelfall entscheiden und das kann auch nur jeder für sich entscheiden. Und da sehe ich überhaupt nicht, wie wir auf die Idee kommen, dass andere das entscheiden können. Sehr schön. Ich sehe keine weiteren Rede oder... Ja, okay, der Grumpy will nochmal. Dann möchte ich euch als Handreichung den Artikel über den Fraktionszwang, der gerade bei Telepolis erschienen ist, den mal empfehlen, weil da merkt man, wie wir selber Fraktionszwänge aufbauen. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung. Wir haben einmal den Antrag von Toso, die Fraktion möge beschließen, die bisherige Handhabung, die Entscheidung, ob eine Plenarrede zu Protokoll gegeben wird, beizubehalten. Ich schreibe mal zusammen, ne? Ist ja egal.
Schreib, was du schreiben willst. Ob eine Plenarien zu Protokoll gegeben wird, beizubehalten, und zwar nur in Rücksprache mit dem Fachabgeordneten. Das ist ändern. Also es soll alles so bleiben, wie es ist. Natürlich muss der Fachabgeordnete gefragt werden. Genau. Nico? Wir sind eigentlich eine Abstimmung. Also ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich noch einen Ergänzungsantrag oder eine Variante des Antrages dazu schreiben muss oder ob das implizit mit drin ist, dass das dann heißt, dass die Rede auch bis zum Ende des Tages vorliegen muss, bis 24 Uhr. Das ist ja keine Regelung, die wir treffen, sondern das ist ja eine Regelung, die wir schon haben. Aber ich glaube, ja, das meinst du. Das ist eine Folge daraus. Aber die muss ja jedem klar sein. Ich sage aber dann nochmal, weil es dann heißt. Wieso? Wie mal zur Aufklärung, das Schreiben von Herrn Dr. Tesling ist allen bekannt, das ist ja rumgegangen. Das ist ja hier auch kommentiert worden, dass man bis zum kommenden Tag, sage ich mal, wenn man es zu Protokoll geben kann, zu Protokoll geben kann. Ne? Das Schreiben habe ich noch rumgeschickt. Das ist allen bekannt. Da hast du auch noch drauf reagiert, du hast ja noch über Geschäftsordnung und ich weiß nicht was geschrieben. Nur das ist ja eine Regelung, die ist im Moment so wirksam. Wenn die sich ändern sollte, wäre das ein Job für die PGFs. Ich glaube, die steht im Moment nur erst zur Diskussion. Das müsste so eine Sache da aus der PGF-Runde sein. Ja. Ich habe das nur weitergeleitet, als ich die Info bekommen habe. Mehr habe ich nicht getan. Ja. Aber es wird ja auch keiner gezwungen, eine Rede zu Protokoll gegeben, ne? Es gibt da keinen Zwang. Nee. Ich habe jetzt noch ergänzt, in Absprache mit dem Fachabgeordneten, das war jetzt doof. In Absprache mit dem Fachabgeordneten. Also Beschlussfassung, die Fraktion möge beschließen, die bisherige Handhabung, die Entscheidung, ob eine Plenarrede zu Protokoll gegeben wird, beizubehalten in Absprache mit dem Fachabgeordneten. Also alles bleibt so, wie es ist. Wer kann dem zustimmen? Den bitte ich um das Handzeichen. Ach so. Das sind 14 Ja-Stimmen. Wer ist dagegen? Entschuldigung, alle nochmal bitte die Hände oben lassen. Schlau ist umgekehrt. Alle bitte nochmal die Hände oben lassen, die sich gerade gemeldet haben. Auch der Lukas. Ob er sich jetzt gemeldet hat oder nicht, von Hände hoch. Ich glaube, Dietmar hatte sich auch gemeldet. Ich stehe schon. Ach so. Wer ist dagegen? Achtung, aufpassen. Wer ist dagegen? Achtung, hallo, wer ist dagegen? Niemand? Wer enthält sich? Ja, genau. Das sind 2. Und wir haben unten im Top 10 den Beschluss, keine Reden mehr zu Protokoll, und zwar den Antrag, die Fraktion beschließt, Reden grundsätzlich nicht mehr zu Protokoll zu geben. Wer ist dafür? Den bitte ich um das Handzeichen. 1, 2, 3. Bitte die Hände oben lassen. Bitte die Hände oben lassen. Ja, was sind die Ausnahmen? Genau, grundsätzlich. Ich danke. Und wer ist dieser Mark im Protokoll? Wer ist dagegen? Gegen grundsätzliche Regelungen. Ja, genau. Gegen grundsätzliche Grundsätze. Was war das jetzt? Nein. Was war das jetzt? Irgendwas Grundsätzliches. Wer enthält sich? Grundsätzlich? 2. Geht ja nicht. Ich habe ja schon abgestimmt. Voll.
So, damit ist der erste Antrag nicht angenommen. Der zweite Antrag ist auch nicht angenommen mit 7-8. Damit ist der erste Antrag, Entschuldigung, angenommen worden. Ich brauche eine Pause. Der zweite Antrag ist nicht angenommen worden mit 7-8 bei einer Enthaltung. Damit haben wir den Tagesordnungspunkt erledigt und wir können relativ pünktlich jetzt noch eine Pause machen bis 11 Uhr, knapp bis 11.50 Uhr. Danach kommt der nicht öffentliche Teil. Vielen Dank.